Jo, servus Leute, mein Name ist MTC und willkommen mal wieder zu einem neuen Real Talk Video auf meinem Kanal. So, heute habe ich ein Thema, was ich gerne besprechen möchte, was eigentlich so gesehen in eine ganz, ganz spezielle Richtung geht. Eher in eine Richtung, würde ich jetzt mal behaupten, was man gar nicht so objektiv beantworten kann, eher subjektiv, also mit einer eigenen Meinung. Und zwar habe ich vor ein paar Wochen auf jeden Fall, habe ich bei Twitter ein Thema aufgegriffen, wo es darum ging, ja, ab wann ist eine gute Tat wirklich eine gute Tat? Also sprich, ab wann kann man etwas als gute Tat bezeichnen? Ne? Also von diesem ganzen, ich helfe jemanden oder jemanden, ja, ich tue jemandem halt was Gutes, keine Ahnung. Und da habe ich mir das Thema ein bisschen durchgelesen so und habe mir so gedacht, naja, schlussendlich ist es eigentlich eine Sache, die jeder für sich selbst beantworten kann. Allerdings gibt es da eine Antwort, die ich mir jetzt so zusammengereimt habe, die eigentlich relativ gut passt, die man immer benutzen kann, wenn man diese Frage thematisiert. Ich habe vor kurzem, und mit vor kurzem meine ich eigentlich heute, eine Sache erlebt, also was heißt erlebt, das ist jetzt eigentlich eine banale Sache gewesen, allerdings möchte ich die halt kurz mal ansprechen. Und zwar ging es halt darum, ich war halt einkaufen, ne, und was kauft man sich so für morgens halt einfach. Ich habe mir halt 3 Croissants gekauft, 2-3 Dosen Pepsi und eine Flasche Wasser. Halt so ein bisschen was zum Frühstücken, ne. Und dann ging ich raus aus dem Geschäft und vorm Geschäft stand ein etwas älterer Herr, und mit älter meine ich so, ja, laut seinem Aussehen, ich weiß nicht, Anfang 60, Mitte 60, ich bin mir nicht sicher, auf jeden Fall so in dem Dreh rum. Kann auch Ende 50 gewesen sein. Und der stand da schon vorher, bevor ich überhaupt in den Laden rein bin, und hat einfach die Menschen so beobachtet, jetzt nicht irgendwie bösartig, sondern einfach nur geguckt. Ist ja nichts dabei. Da bin ich rausgegangen und dann kommt er zu mir angelaufen so, weil normalerweise gehe ich raus, hab halt immer einen Rucksack mit und pack den halt nochmal neu ein, dass die Sachen besser verstaut sind einfach. Und dann kommt er so zu mir gelaufen und flüstert mir etwas zu. Also, er hat mir jetzt nichts gesagt, er hat eher eine Frage gestellt, hat gemeint, ey, hab mal eine Frage an dich. Ich so, ja. Also, ist mir vielleicht ein bisschen unangenehm. Ich so, ja, was denn? Ja, hast du vielleicht, naja, 50 Cent für mich. Und ich habe meine Antwort kam innerhalb von einer Sekunde. Allerdings kam mir diese Sekunde für mich selber so vor wie 10 Sekunden. Ich habe dann überlegt, in dieser einen Sekunde, naja, habe ich 50 Cent? Ja, habe ich. Gebe ich diese 50 Cent her? Ne? Habe ich einen Grund dazu, es zu tun, diese 50 Cent herzugeben? Und ich muss darüber gar nicht wirklich lang nachdenken, dass das, klar, ich habe es ganz kurz in meinem Kopf thematisiert, habe ich 50 Cent für ihn? Ich habe zu ihm gesagt, 50 Cent? Ja, die habe ich. Kann ich dir geben. Und dann hat er so gewartet und habe ich 50 Cent aus meinem Geldbeutel rausgeholt, habe es ihm in die Hand gegeben, habe gemeint, bitteschön. Er sagt dann, ja, danke, ist sehr nett von dir. Ja, und dann habe ich meine Sachen halt neu eingeräumt und hab dann zu ihm gesagt, ja, dann mal noch einen schönen Tag. Und dann hat er sich nochmal bedankt und dann bin ich gegangen. Und auf dem Heimweg dachte ich so, naja, das Thema habe ich ja bei Twitter erstmal aufgegriffen. Ab wann ist eine gute Tat wirklich eine gute Tat? Viele würden jetzt sagen, ja, eine gute Tat ist dann eine gute Tat, wenn man an Hilfsorganisationen Tausende von Euro spendet. Andere wiederum sagen, naja, scheiß mal auf die Menschen. Es ist nur dann eine gute Tat, wenn man Tieren was Gutes tut. Also wenn man ins Tierheim geht und sich da ein Tier aussucht, was man halt einfach gern hat. Oder halt einfach aufnimmt, adoptiert, keine Ahnung, wie man das jetzt nennt. Und da gibt es noch Leute, die sagen, naja, eine gute Tat ist, dass man freundlich zu den Leuten ist. Dass man Höflichkeit zeigt oder eine gute Erziehung zeigt. Und ich habe mir diese Frage so ein bisschen selbst gestellt. Und habe so ein bisschen überlegt, kann man diese Frage wirklich pauschal beantworten? Es ist für viele Menschen unmöglich, aber ja, man kann diese Frage pauschal beantworten.
Ich bin ein bisschen verschnupft, also nicht wundern, wenn ich so ein bisschen, ja. Das Ding ist bei dieser Frage, es ist keine gute Tat, wenn man vom Herzen heraus ein schlechter Mensch ist und wenn man dann sagt, ja egal, scheiß mal drauf, ich will in den Himmel kommen, wenn ich sterbe und spend jetzt einfach mal 5 € monatlich an irgendwelche Hilfsorganisationen, hab mich damit nicht auseinandergesetzt, aber hey, für den guten Zweck, keine Ahnung, hier hast du 5 € und lass mich jetzt in Ruhe. Andere wiederum sagen, es ist ein guter Zweck, wenn man an Gott glaubt und an Gott betet. Oder betet, dass andere Menschen gesund auf die Welt kommen oder gesund werden, wenn sie krank sind und so. Ich glaube, das sind alles Aussagen, die man schon so stehen lassen kann. Aber bei den Aussagen denke ich mir so, nein, das ist keine gute Tat. Es ist vielleicht eine Aktion, die man als positiv wertet. Aber eine gute Tat ist es nicht. So. Jetzt fragt man sich so, ja, aber MT, was ist jetzt eigentlich eine gute Tat? Kann man das wirklich pauschal beantworten? Allerdings kann man das pauschal beantworten. Für mich ist eine gute Tat 50 Cent, 50 Cent hergeben. Ich sag's mal so, ich bin kein Millionär und ich hab's auch nicht dicke. Ich muss, wenn man das so nimmt, auf jeden Euro achten, ja. Und wenn ich dann noch bereit dazu bin, 50 Cent herzugeben, weil ich denke, ja, dieses Geld kann ich entbehren. Ist das dann wirklich eine gute Tat? Ich meine, es sind ja nur 50 Cent. Ich meine, mit diesen 50 Cent kann er sich, keine Ahnung, er kann sich eine Dose Bier kaufen. Oder er kann sich eine Flasche Wasser kaufen oder zwei. Er kann in den Laden gehen und kann sich zwei, drei Croissants kaufen. Vielleicht auch vier Brötchen. Vielleicht nimmt er die 50 Cent, legt sie weg und kauft sich dann irgendwann eine Flasche Wein, wenn er mehr Geld hat. Ist es dann wirklich eine gute Tat? Macht es diesen Menschen glücklich, wenn ich ihm 50 Cent gebe? Naja, es geht nicht darum, ob es ihn glücklich macht, es geht darum, ob es mir was bedeutet. Wenn ich jetzt sage, ja scheiß drauf, ich bin eh Millionär, hier hast du ein bisschen Geld, ha, ich komme sowieso in den Himmel, dann ist das keine gute Tat. Eine gute Tat ist eine gute Tat, meiner Meinung nach, wenn es von Herzen kommt. Wenn ich dem Mann jetzt 10 Cent gegeben habe, oder hätte, klar, 10 Cent ist nicht viel, aber 10 Cent sind 10 Cent. 10 Cent sind 10 Cent von 1 €, 10 Cent sind 10 Cent von 10 €. 10 Cent sind 10 Cent von 1 Million €. Es kommt nicht drauf an, wie viel etwas ist, sondern dass es etwas ist. Wenn ich jetzt draußen, ich mache das ziemlich häufig, wer mich so auf Facebook oder auf Twitter verfolgt oder generell meine Standard-Postings mitverfolgt, denkt so, oder denkt sich so, ja, der MT ist halt so von Grund auf so ein sehr, sehr kritischer und verhasster Mensch. Ich bin kritisch, ja, definitiv. Bin ich verhasst? Definitiv, auch da sage ich nicht nein. Ich bin bei vielen Sachen verhasst. Ich bin aber nicht verhasst auf einzelne Menschen. Ich bin eher verhasst darauf, dass Menschen eigentlich Potenzial dazu hätten, mehr aus sich zu machen. Nicht mehr im Sinne von hygienetechnisch oder berufstechnisch. Nein, das nicht. Mehr aus sich zu machen wie einfach mal nachdenken. Einfach mal nachdenken, ob Sachen richtig sind. Einfach mal nachdenken, ob es nicht besser wäre, wenn man beispielsweise einmal die Woche hingeht und der Mutter oder dem Vater schreibt, ey, gehört jetzt zwar zu keinem Thema, aber hab dich lieb. Hab dich einfach lieb. Das ist eine gute Tat. Es kommt nicht immer bei einer guten Tat drauf an, dass man Tausende von Euros spendet oder so. Klar, wenn man damit Menschen retten kann oder so, ist es eine gute Tat. Natürlich ist es ja was Gutes. Aber ich empfinde eine gute Tat für sich selber erst dann als eine gute Tat, wenn es von Herzen kommt. Wir hatten bei uns, ich weiß nicht, ob ihr den Laden kennt, bei uns in Rheinland-Pfalz halt einfach gibt's ein größeres Einkaufsgeschäft, sollte eigentlich nicht unbekannt sein, heißt Globus. Und die hatten mal eine Aktion vor einem halben Jahr oder sowas. Und da musste man Deckel von Flaschen, also von Plastikflaschen, die Deckel halt einfach abnehmen, sammeln und abgeben. Also dort in so einen Container oder in eine Tonne schmeißen. Und
für alle 100 oder 1000, glaube ich, war das, für alle 1000 Deckel, die gesammelt werden, gibt es in einem armen Land, ich weiß nicht mehr, wo es war, ob das jetzt in diesen afrikanischen Gebieten war, weiß ich jetzt wirklich nicht mehr. Auf jeden Fall für alle 1000 Deckel, die gesammelt wurden von dieser Aktion, bekommt ein Kind, was von solchen Ländern kommt, eine Impfung, dass es immuntechnisch stark sein kann oder stärker ist. Und ich habe ohne zu zögern, als ich das mitbekommen habe, meine Mutter hat mir davon erzählt, ich habe ohne zu zögern von meinen ganzen Pfand, ich habe meine kompletten Pfandflaschen, die ich hatte, ausgeräumt, von den ganzen Tüten und Taschen, habe die ganzen Deckel abgeschraubt, habe sie zusammengetan und es waren, ja, war es nicht mehr so genau, 60, 70 Deckel auf jeden Fall. Die habe ich innerhalb von ein paar Tagen zusammen gehabt, habe halt von meinen Sachen halt ein paar ausgeräumt, habe dann noch zwischendurch noch Flaschen gehabt, bin zu meiner Oma, habe dort noch ein paar Deckel mitgenommen und habe diese Deckel dann meiner Mutter gegeben, weil sie halt eher dort einkaufen geht. Ich gehe da eigentlich so gut wie gar nicht einkaufen. Hab's ihr gegeben. Aber ja, sind nicht viele. Aber 70 Deckel sind 70 Deckel von 1000. Dann geben noch andere Deckel dazu und dann sind's 1000 und dann kann ein Kind, ja, vielleicht ein paar Jahre länger leben oder vielleicht ein paar Monate besser leben, ohne krank zu werden. Man weiß es nicht. Und dann hatte ich ein Thema mit meiner Mutter, da hat sie gemeint, ja, sie hätte einen Organspendeausweis, ob das auch was für mich wäre. Da habe ich gemeint, ja, warum, wie ist denn das? Hat sie gemeint, wenn du stirbst, wenn du komplett tot bist, dann darf man deinen Körper, also die Organe, benutzen für medizinische Zwecke. Vielleicht hast du dann auch ein Organ, die Leber zum Beispiel, was eine andere Person haben kann und weiterleben darf, ohne Beschwerden. Ich habe ohne zu zögern gesagt, ja, doch. Das nächste Mal, wenn ich beim Arzt bin und dran denke, befrage ich mich mal. Mache ich gerne. Weil wenn ich tot bin und ein Kind irgendwo da draußen, ein 12-jähriger Junge als Beispiel meine Leber bekommen könnte, und es ihm dann vielleicht besser geht oder eine Niere von mir bekommt, ey, mich interessiert's nicht, ich bin da eh nicht mehr da. Mich kann man eh nicht mehr zurückholen. Und ich denke mir nicht so dabei, ja gut, für die Organe will ich aber Geld haben oder irgendwie sowas. Oder ich will deswegen, dass ich meine Organe spende, wenn ich tot bin, möchte ich dann irgendwie, dass mich Gott gut empfängt oder irgendwie sowas. Daran denke ich nicht. Eine gute Tat ist erst dann eine gute Tat, wenn man ohne zu überlegen dazu steht, es zu machen. Nicht, weil man sich so denkt, ja, was bekomme ich dafür, sondern weil man es einfach macht. Man macht es einfach. Man zeigt einfach diese Herzlichkeit. Wenn ich draußen unterwegs bin irgendwo beim Arzt oder so. Vorhin hatte ich das Ding. Da war ich bei einem Amt und hab dann, also da von einem Treppenhaus kam eine junge Dame runtergelaufen. Ich schätze mal so zwischen 20 und 30. Sie kam runtergelaufen, hat die Tür gesehen, wie sie zugeht. Und da habe ich die Tür halt aufgemacht. Hab gewartet, bis sie durchgelaufen ist. Dann hat sie gesagt, ah, danke, ist total nett von dir. Ist so, hey, die 2, 3 Sekunden, die ich jetzt gewartet habe, die verplemper ich irgendwann ein anderes Mal, wenn ich wieder auf Toilette sitze und meine Handy-Games zu lange zocke. Hat sie halt gegrinst, hat gemeint, ah nee, das ist wirklich nett von dir. Ne? Ist so, kein Problem. Da bin ich weggelaufen. Und da habe ich mir nicht irgendwie gedacht, ja, nett sein zu anderen Frauen. Vielleicht finden sie mich dann sympathisch. Nein. Hab's einfach gemacht, weil ich mir so gedacht habe, ey, das ist eine gute Tat, das macht man einfach so. Klar, wenn man Geld spendet oder jemandem die Tür aufhält, das sind zwei verschiedene Sachen. Aber eine gute Tat ist in meinen Augen dann eine gute Tat. Wie gesagt, wenn man ohne zu zögern sagt, ey, ja. Andernfalls gibt es halt Situationen, wo diese gute Tat, die man halt einfach immer wieder macht, ausgenutzt wird. Ich mache momentan für 2, 3 Leute mache ich Thumbnails. Wer meine Thumbnails kennt, ich meine, wer sich meine Videos anguckt, kennt die Thumbnails, also die, ne, Anzeigebilder. Der weiß, dass ich mir schon Mühe gebe. Ja, es ist lesbar, es hat was mit dem Thema zu tun und es hat einen Wiedererkennungswert. Ne? So.
Und das Ding ist hierbei, klar, es sind nicht Leute, wo ich sage, ey, ihr seid mir total fremd. Nee, es sind Leute, mit denen ich Kontakt habe, gut Kontakt habe. Und diese 10 bis 20 Minuten mal investieren in ein Thumbnail, die habe ich, kann ich investieren. Das Einzige, was ich einfach hören will manchmal, ist, hey, MT, danke. Sieht richtig gut aus. Dankeschön. Wirklich, hast du gut hinbekommen. Das war's. Viele sagen immer, also mit den Leuten, mit denen ich halt drüber rede, die sagen immer, ja, MT, warum machst du das immer für die Leute? Verlang doch Geld dafür. Große Firmen, die Webdesigner sind oder Webdesigner einer Firma haben, die machen das nicht kostenlos, sowas, so Banner erstellen, so Werbebanner und so. Warum machst du es nicht kostenlos? Ey, warum machst du es nicht für Geld? Und dann sage ich, naja, ich könnte Geld dafür verlangen. Aber ich möchte nicht. Ich will nicht. Ich mach's gerne. Ich mach wirklich sowas gerne. Ich lieb es einfach, Thumbnails zu machen. Ich find's geil, mich damit auseinanderzusetzen. Ich find's schade, dass ich da beruflich niemals einen Weg gefunden habe oder eine Möglichkeit gefunden habe, diesen Weg zu gehen. Finde ich wirklich schade. Allerdings, wenn ich jetzt Geld dafür verlangen würde, ich könnte dann nachts nicht mehr schlafen. Ich meine, ich kann so und so nachts kaum schlafen, habe immer Albträume wegen irgendeinem Scheiß, aber wisst ihr, was ich meine? Ich würde mir so denken, naja, du zockst die Leute ab. Ich mache zwar etwas für die Leute, aber ich weiß nicht, ich wurde anders erzogen. Ich bin noch ein Mensch aus der Generation, ich kann Danke sagen, ich kann Bitte sagen. Ich kann es einfach. Und wenn ich mal zu meiner Oma gehe, ja, und meine Oma sagt, ey, cool, schau, ich habe einen Kuchen gebacken als Beispiel. Nimm dir noch ein Stück. Ich mache dir einen Kaffee dazu, nimmst du ein Stück. Ey, da sage ich danke, danke, danke. Warum? Nicht, weil ich sage, yo, Peace, ja, danke. Nee, weil ich finde, ey, das ist eine herzliche Aktion. Dann umarme ich sie halt einfach und sage, ey, danke, ist echt lieb von dir. Ich finde es sehr schade, wirklich. Es ist jetzt auch ein kritisches Thema, logisch. Ich finde es schade, wenn Menschen nicht mehr Bitte und Danke sagen können. Alles ist so selbstverständlich geworden für die Menschheit. Du hältst einer Frau die Tür auf und plötzlich heißt es im Internet, ja, man hat sexuelle Gedanken dabei gehabt oder ist ein Sexist. Ich will das Thema jetzt nicht wieder aufrollen. Ich habe das Thema in einem Video thematisiert, vor ein paar Wochen oder so. Aber wisst ihr, was ich meine? Einfach mal herzlich sein. Das ist eine gute Tat. Klingt jetzt ziemlich pseudopositiv, keine Sorge. Ich bin weiterhin negativ und ein Pessimist und negativ und total kritisch. Und trotzdem ist es eine gute Tat. Wenn ich mal zu meiner Mutter gehe, einmal im Monat oder so, und ich bringe ihr einen Kaffee mit oder so, oder mal ein Frühstück mit oder irgendwas dergleichen, das ist eine gute Tat. Wenn sie zu viel gekocht hat und zu meinem Bruder sagt, ey, bring das bitte ihm, also mir halt, das ist eine gute Tat von ihr. Eine gute Tat ist halt in meinen Augen das, wenn man Dinge halt tut, ohne darüber nachzudenken, was man bekommt. Das ist es einfach. Das ist so meine Meinung zu dem Thema. Ja, wenn ihr der gleichen Meinung seid wie ich, schreibt halt mal in die Kommentare Hashtag Herz. Und wenn ihr sagt, nee, eine gute Tat ist zwar ganz in Ordnung, aber man muss aufpassen mit einer guten Tat nicht, dass man ausgenutzt wird, dann schreibt halt auch in die Kommentare Hashtag Herz. Mir fällt jetzt kein anderer Hashtag dafür ein. Ja, das ist mein Hashtag für heute. Das war auch mein Thema für heute. Ja, wie ist eure Meinung dazu? Was ist für euch eine gute Tat? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst ein Like da, schaut gerne auf Twitter, Facebook und Co. vorbei. Alle Links sind natürlich in der Videobeschreibung. Ja, da würde ich sagen, ich bin erstmal raus, macht's nicht gut, macht's besser. Haut da rein und bis dann.